Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Börsenplatz. Diesmal mitten aus dem Geschehen hier in der Frankfurter Innenstadt, kurz vor der Börse. Wir stellen uns heute die Frage, kann mit dem richtigen Werkzeug, mit den richtigen Tools eigentlich jeder zum Trader werden? Oder gibt es da quasi eine Art spezielle Trader-Persönlichkeit? Und für die Fragestellung habe ich mir natürlich Verstärkung mitgebracht hier kurz vor die Börse. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Birger Schäfermeier von Tradac, also beziehungsweise Tradac, der Trading Academy. Herr Schäfermeier, ich habe es gerade schon ein bisschen in der Fragestellung angesprochen. Gibt es, würden Sie sagen, sowas wie die typische Trader-Persönlichkeit oder kann eben mit dem richtigen Werkzeug, mit den richtigen Tools quasi jeder, der sich in irgendeiner Form dafür interessiert, zum Trader werden? Ja, das wäre schön, wenn man einfach so den richtigen Computer hat, die richtige Software, richtigen Programme verwendet und dann läuft das Geld automatisch nur noch so auf das Bankkonto und man verdient sein Geld. Viele träumen davon, aber es ist leider nicht so. Man muss eine gewisse Voraussetzung auch an der Persönlichkeit mitbringen. Jeder kann es werden, aber man muss sich sozusagen dahin trainieren, also dass man bestimmte Eigenschaften mitbringt. Über die Persönlichkeit können wir später noch mal ein bisschen sprechen. Jetzt interessieren mich natürlich vor allem die Werkzeuge, also die Tools. Denn wenn man sich jetzt dafür interessiert und vielleicht auch die passende Persönlichkeit eben mitbringt und jetzt sagt, gut, ich möchte jetzt einsteigen, ich möchte jetzt quasi richtig traden, was braucht man dann an Software, an Hardware, um das dann quasi auch wirklich professionell durchzuziehen und nicht quasi daran zu scheitern, dass man eigentlich einfach nicht die richtige Ausstattung hat? Ja, ganz entscheidend sind heutzutage Echtzeitkurse. Also es geht nicht, dass man noch mit einer Viertelstunde oder länger Zeitverzögerung tradet. Man muss also wirklich auf die Sekunde genau seine Kurse haben, mit denen man dann entsprechend tradet, die man verfolgen kann. Und normalerweise, die meisten Leute verfolgen die Kurse nicht nur als Quotes, sondern versuchen dies auch als Charts darzustellen oder mit einem Chart abzubilden, welche Chartform man da verwendet, ob das ein Candlestick-Chart ist, ob das ein Balken-Chart ist, ob das irgendwie exotische Formen sind. Das ist eigentlich vollkommen egal. Hauptsache, man sieht irgendwo, wie war der Kursverlauf in der Vergangenheit, wie ist der Kursverlauf jetzt und wie sieht der Kursverlauf auf verschiedenen Zeitebenen auch aus? Wie sieht es jetzt mit den Nachrichten aus? Ich meine, die Kurse werden ja auch durch Nachrichten bewegt. Also braucht man quasi einen Newsfeed, um dann entsprechend sofort reagieren zu können? Oder reicht da das, was einen quasi ganz normal aus dem Internet mehr oder weniger anspringt? Ja, Nachrichten sind immer so ein bisschen überschätzt, weil viele Leute denken, es sind tatsächlich die Nachrichten, die die Kurse bewegen, aber eigentlich ist es Angebot und Nachfrage und die Stimmung der Marktteilnehmer. Und wenn die kaufen wollen, dann können die Nachrichten auch schlecht sein. Das sieht man ganz häufig. Hat man die letzten Jahre gesehen, je schlechter die Nachrichten, umso höher gingen die Börsenkurse. Also die Nachrichten an sich werden häufig eigentlich nur als Erklärung benutzt, warum entsprechend ein Markt gestiegen oder gefallen ist. Nichtsdestotrotz, wenn man ein Kurzfristtrader ist, dann besorgt jede Nachricht für einen Ausschlag. Und dieser Ausschlag bringt zusätzliche Volatilität. Und man muss bereit sein für diese Volatilität. Und von daher muss ein Kurzfristtrader schon Newsfeed haben. Es reicht dafür, aber wenn man irgendwelche Quellen aus dem Internet nimmt, wo man irgendwo mit 30 Sekunden vielleicht Delay oder so die Kurse sieht, weil auf die ganz erste Bewegung von Nachrichten, da reagieren heutzutage so oder so nur noch Robots und da ist man als Mensch einfach hinten dran und das heißt, es ist vollkommen egal, ob ich die in Echtzeit oder 30 Sekunden später habe. Also dann haben wir jetzt quasi die Echtzeitzulieferung bei den Kursen, haben Nachrichten oder auch nicht, je nachdem, ob man die für relevant hält. Jetzt hat man beim Trader natürlich so von außen erstmal das Bild vor Augen, quasi jemand, der vor mindestens 6 Monitoren sitzt, der hier zeitgleich quasi die Nachrichten beziehungsweise dann eben die Kursbewegungen verfolgt. Also muss man so direkt einsteigen oder reicht quasi auch erstmal so der ganz normale Computer, den man so an seinem Arbeitsplatz stehen hat, den man zu Hause stehen hat oder worauf muss man achten? Also ich habe lange Zeit nur vom Laptop aus getradet und heutzutage, wenn ich unterwegs bin, trade ich von meinem iPad oder von irgendeinem Smartphone. Also man braucht jetzt nicht irgendwie 6 oder 8 Monitore, aber es ist natürlich hilfreich und bequem und deswegen haben die meisten Trader mehrere Monitore eigentlich auf ihrem Schreibtisch stehen und man will verschiedene Märkte traden. Man tradet normalerweise nicht nur einen Markt und wenn man mehrere Märkte hat, dann ist das sehr unübersichtlich, wenn die alle auf einem Monitor Platz finden müssen. Ich selber habe 4 verschiedene Märkte auf einem Monitor und dann je nachdem, wenn ich mir einen Markt ganz genau angucke, der ist dann auf meinem mittleren Monitor, wo ich dann etwas genauer in die Feinanalyse hineingehe. Und auf dem anderen Monitor, der übrig bleibt, auf meinem rechten Monitor, habe ich Excel-Programme, Risk-Management-Tools und so weiter. Jetzt haben wir schon über die Tools ein bisschen gesprochen, aber wenn wir jetzt nochmal auf die Persönlichkeit, also in Kombination mit den Tools eingehen. Sie hatten ja schon gesagt, es reicht ja quasi nicht einfach nur zu sagen, ich starte jetzt ein Computerprogramm und das macht dann quasi alles für mich. Also der Mensch ist schon noch ein wichtiger Faktor. Bloß gibt es quasi entsprechende Hilfen, also Trading-Programme, dass ich jetzt nicht sage, okay, ich habe hier einfach die Kurszulieferung, ich habe hier die News, aber die Trading-Entscheidung treffe ich selber. Also was gibt es da noch für Möglichkeiten, hier quasi Hilfestellung zu geben? Also eine ganz wichtige Hilfestellung sind alle Programme, die im Risikobereich den Händler unterstützen. Das heißt,
heißt, ein typischer Fehler, den viele Trader machen, ist, dass sie einfach zu viel Risiko nehmen oder dass sie nicht genau wissen, was für ein Risiko ist denn jetzt angebracht für die Situation. Und da gibt es heutzutage sehr gute Programme. Ich verwende da selber auch eigene Programme dafür, die ich verwende, wo man für jede Situation, für jeden Markt, für jedes Handelsinstrument, was man benutzt, genau das richtige Risiko bekommt für die Situation, sodass man eben sich nicht übertradet, aber auch nicht untertradet. Das heißt, man hat genau die richtige Positionsgröße. Und da gibt es heute wirklich gute Hilfsmittel für. Und wie kann jetzt jemand, der einsteigt, der sich dafür interessiert oder vielleicht schon ein bisschen tradet, aber sagt, gut, ich würde da gern besser werden, wie kann sich der orientieren, also welche Möglichkeiten es quasi gibt und welche dann für ihn geeignet sind? Also Internet ist heute natürlich erste Adresse, wo man recherchiert und nachschaut, logischerweise. Es gibt viele gute Bücher über Traden und es empfiehlt sich auch, es gibt immer wieder in verschiedenen Städten Veranstaltungen, freie Seminare, wo man mal reinschnuppern kann. Und wer es dann ernst meint, der kommt meines Erachtens auch nicht um eine fundierte Ausbildung herum. Es ist, wie jeder andere Beruf, ist es ein Beruf, wo man nicht einfach so quer einsteigt und dann von jetzt auf gleich Geld verdient, sondern man muss ein bisschen Erfahrung sammeln, man muss ein bisschen wissen, in welche Richtung muss ich gehen, und da helfen einfach dann Ausbildung und Seminare bei. Ja, das ist ja genau das Problem bei den vielen Infos, die man im Internet findet. Sie sind ja erstmal ungefiltert. Also man findet zwar die Fülle, aber weiß ja nicht, welche sind für mich relevant, was ist für mich dann eben gerade das Richtige. Also wie Sie schon sagen, Ausbildung dann vermutlich eine gute Idee in der Hinsicht. Ja. Wenn wir jetzt aber nochmal genau auf die Persönlichkeit eingehen, was würden Sie dann sagen, wie könnte man die ein bisschen charakterisieren? Also wem würden die Tools was nutzen und bei wem wären da trotz Tools irgendwie Hopfen und Malz, um es mal salopp auszudrücken, verloren? Also was muss man mitbringen, um ein guter Trader zu werden, jetzt persönlichkeitstechnisch? Was ist hier Ihre Einschätzung? Ja, es gibt dieses ganz bekannte Wort Disziplin, ja, das kommt bei Tradern natürlich an allererster Stelle. Mit Disziplin ist eben wirklich gemeint, dass ich mich an meine Regeln halte, und zwar zu jedem Zeitpunkt. Und dass ich nicht irgendwie sage, na, das ist jetzt, da mache ich mal eine Ausnahme, das wird schon irgendwie gut gehen und man tradet dann vielleicht ohne Stopp oder man geht ein höheres Risiko ein oder man hat irgendwie sein eigenes Handelssystem, aber geht plötzlich nach irgendwelchen Tipps, die man irgendwo gehört hat oder so. Trader entwickeln normalerweise ihre eigenen Handelssysteme, handeln die stringent durch, und es ist, sagt sich immer sehr einfach, es ist aber riesig schwierig, weil der Markt ist ständig in Bewegung und offeriert einem natürlich unendlich viele Chancen und Möglichkeiten. Und man denkt häufig, Mensch, bei dieser Chance möchte ich dabei sein oder bei der. Aber das Handelssystem generiert vielleicht gar kein Signal. Und dann sollte man auch die Finger davon lassen, weil man sonst eben nicht mehr ein wiederholbares Ergebnis tradet, sondern einfach nur rein und raus. Und mit Glück verdient man Geld. Und die meisten Leute haben natürlich dann kein Glück und dann auf lange Sicht verlieren sie Geld. Also Disziplin ist wichtig, das habe ich schon mal rausgehört, aber man muss ja auch auf einem gewissen Basiswissen erstmal ansetzen können, um zu wissen, wobei ich die Disziplin eben halten muss, was quasi meine Strategie ist. Was empfiehlt sich da für jemanden, der sich jetzt fürs Traden interessiert, aber noch nicht so erfahren ist? Es gibt natürlich so, wie bei jeder Fremdsprache, die man lernt, gibt es so ein Grundvokabular. Also bestimmte Wörter, die man kennen muss, bestimmte Basisstrategien, Basiswissen, wie Märkte funktionieren, was man kennen muss. Das reicht heutzutage, sich sowas in Büchern durchzulesen, im Internet auf freien Seiten zu recherchieren. Also dafür würde ich sagen, braucht man kein Seminar. Das ist relativ einfaches Wissen, aber das muss man sich sozusagen als Grundlage überhaupt erstmal schaffen. Und dann kann man eben losgehen und sagen, man muss dann überlegen, okay, was bin ich für ein Persönlichkeitstyp. Nicht jede Strategie passt zu jedem. Ich bin Daytrader. Ich bin jemand, ich rede schnell, ich handle schnell. Das ist meine Natur. Ich bin auch ein bisschen ungeduldiger Mensch. Für jemand, der etwas langsamer ist, der vielleicht Entscheidungen überdenken will, zwei- oder dreimal, für den wäre Daytrading gar nicht geeignet. Für den ist aber vielleicht ein Swing-Trade sehr gut oder längerfristiges Trading. Das heißt, man muss ein bisschen gucken, wie bin ich persönlich gestrickt, wie möchte ich überhaupt handeln, was entspricht meiner Persönlichkeit, und dann muss man sich auf die Suche machen nach einem Handelssystem, was der eigenen Persönlichkeit entspricht. Also Sie würden sagen, Basiswissen ist quasi für die unterschiedlichen Trader-Typen nicht gleich Basiswissen, aber so einen bestimmten Grundsatz muss man sich ja vermutlich trotzdem erstmal drauf schaffen. Also wenn man jetzt wirklich relativ unerfahren jetzt an die Sache rangeht, gibt es da irgendwelche Möglichkeiten zu sagen, okay, das wäre jetzt quasi wie so ein Basis-Einsteiger-Wissen oder wie eine Art Crashkurs, oder das muss man auf jeden Fall wissen, um da jetzt direkt in die Märkte gehen zu können? Ja klar, da geht's das. Also es, man kann jetzt nicht ganz unbedarft losgehen. Man kann natürlich mit Versuch und Irrtum lernen, aber dann würde ich empfehlen, es gibt heutzutage meistens Handelsplattformen, wo man auf dem Simulationsmodus üben kann, wo man dann einfach ein bisschen ausprobiert. Aber wenn man das zielgerichtet machen möchte, denke ich, das Einfachste ist, man besucht irgendwo ein Seminar. Man geht irgendwo ein Tagesseminar, Wochenseminar oder Intensivkurs und macht sich dann fit einfach dafür. Das ist so das Vorgehen, was ich empfehlen würde. Also wir haben schon festgestellt, wir brauchen einiges an Infos natürlich. Wir brauchen Echtzeitkurse, vielleicht auch noch die entsprechenden Nachrichten. Ansonsten Basiswissen dürfte nicht fehlen. Über die Trader-Persönlichkeit haben wir auch schon gesprochen. Was würden Sie jetzt sagen, was sind so die typischen Anfängerfehler? Also in welche falschen Richtungen rennen Anfänger am Anfang ganz gerne mal? Und was hätten Sie da vielleicht auch für Tipps, um das zu vermeiden?
Ja, also ganz typischer Anfängerfehler ist, dass man glaubt, man weiß, man hat irgendwie einen guten Tipp bekommen und man weiß, was der Markt macht. Man hat vielleicht mal mit einem Trade Geld verdient und man müsste ohne Risikomanagement und so handeln. Also dass viele Leute denken, ich gehe in den Markt rein und früher oder später wird er in meine Richtung gehen. Und leider ist es so am Markt, der kann gegen einen länger laufen, als man Geld hat. Und die typischen Anfänger gehen rein, nehmen kleine Gewinne mit, freuen sich über viele, viele kleine Gewinne. Und wenn dann mal ein großer Verlust kommt, beziehungsweise der Trade keinen kleinen Gewinn bringt, dann bleiben sie einfach so lange drin, bis dieser Trade irgendwann wieder in Gewinn läuft. Und das geht dann vielleicht ein halbes Jahr gut, wenn man Glück hat, vielleicht 2 oder 3 Jahre, aber früher oder später erwischt es dann einen, weil der Markt eben nicht ewig in eine Richtung läuft und nicht ewig man mit seinen Trades richtig liegt. Was würden Sie, also was wäre dann quasi ein praktikabler Tipp? Also über Disziplin hatten wir vorhin schon gesprochen, aber was wäre dann das, worauf Anfänger quasi ganz besonders achten müssen, aber worauf vielleicht auch schon Trader, die eine Weile dabei sind, trotzdem auch nochmal zwischendurch quasi ihre Strategie überprüfen könnten? Ja, es ist eben Verlustbegrenzung, dass man eben einen wirklich Stops setzt. Das heißt, dass man rausgeht, wenn der Trade nicht funktioniert. Und da kommt eben das große Problem. Das trifft nicht nur mal Anfänger, das trifft dann auch schon Leute, die ein bisschen mehr Erfahrung haben oder gerade Leute, die vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung haben, die vielleicht auch schon ein bisschen Geld verloren haben. Viele Leute haben, wenn sie in dieses Geschäft gehen, Angst zu verlieren. Und wenn man mit Angst tradet, dann kann man sozusagen nicht erfolgreich traden, interessanterweise. Das ist so wie man beim Fußballspiel, wenn man aufs Feld geht und mit Angst spielt, ja, dann merkt der Gegner das natürlich und dann spielt man nicht so locker und dann ist man zu zögerlich. Und genau das ist beim Traden auch. Die Leute sagen dann, ich brauche noch eine Bestätigung, dass der Markt auch wirklich hochgeht. Ja, und in dem Moment, dann wo alle Bestätigungen da sind, sind die dann natürlich sozusagen die Letzten, die kaufen und die verkaufen. Ich habe bei mir im Büro so einen Spruch, den darf niemand sagen. Es ist witzig, hört sich an wie Aberglauben, ist aber nicht so. Niemand darf sagen, wenn irgendwo ein Trade läuft und der schön im Gewinn ist und die schauen auf den Chart und sagen, das sieht gut aus. Weil man denkt so, na gut, was soll das? Warum darf das keiner sagen? Jedes Mal habe ich die Erfahrung gemacht, wenn irgendjemand sagt, das sieht gut aus, also der vielleicht gar nicht so erfahren hat, dreht der Markt. Und ich habe am Anfang gedacht, das ist das Aberglaube, warum passiert das? Und dann habe ich irgendwann nachgedacht und habe gedacht, klar, wenn jeder sieht, dass das okay ist, dass der Trade bereits läuft, dass das alle Bestätigungen da sind, dann ist die Bewegung vorbei, dann ist gegessen und dann gibt es erstmal eine Gegenbewegung, logischerweise. Und von daher, wenn man mit Angst handelt, dann will man einfach zu viele Bestätigungen haben. Oder man will dem Trade, gibt dem keine Luft zum Atmen, macht den Stopp zu eng und macht dann wieder nur einen kleinen Gewinn oder wird mit einem kleinen Verlust ausgestoppt und sieht dann, wie der Markt wieder in die Richtung geht. Das heißt also, wenn dieses Geschäft geht, der muss eben auch den Mut mitbringen zu sagen, okay, ich bin überzeugt, ich schaffe das, aber ich habe auch keine Angst, Geld zu verlieren. Also auch nochmal ein Punkt quasi zur Trader-Persönlichkeit. Angst darf man nicht haben. Und ein bisschen, habe ich jetzt schon gehört, ist Trading dementsprechend auch wie Fußball. Herr Schäfer-May, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, Traden ist ein bisschen auch wie Fußball. Das soll jetzt aber natürlich auch niemanden abschrecken. Diese ganze Sendung können Sie natürlich jederzeit nochmal anschauen unter www.drf.fm. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.